Hallo und guten Tag zu den Crypto News am 2. November 2017. Heute vollführt der Bitcoin schon ganz ordentliche Tänze. Er war morgens schon einmal knapp oder über der 7000er Dollar Marke, sackte dann wieder um 600 Dollar ab und ist jetzt am frühen Nachmittag wieder bei 7165 Dollar, hat, wie man hier sieht, 9,43% zugelegt. Bitcoin Cash hat in den Top 10 um 13,98% zugelegt und BitConnect um 9,97%. Das sind also die heutigen Stars in den Top 10. Der Gesamtmarkt der Kryptowährungen notiert heute bei 192,291 Milliarden Dollar. Auch das ist ein neuer Höchstwert, ähnlich auch wie bei Bitcoin. Absoluter Gewinner in den heutigen Kryptocharts ist Dory mit stolzen 47% Zuwachs. Deshalb werden wir uns gleich mit Story noch beschäftigen. Und auf dem zweiten Platz liegt heute EOS. Wo haben wir es dann? Weiter oben mit dem zweithöchsten Zuwachs hier EOS 30,96%. Und hier sind wir nun schon bei Story auf der Homepage. Es handelt sich dabei um so eine Art Dropbox auf der Blockchain. Das heißt, man kann seine Daten abspeichern und aber auch aus überschüssigen Kapazitäten auf der eigenen Festplatte direkt Geld machen, indem man diese Festplatte in dieses Netz einbringt. Also grundsätzlich eine ziemlich gute Idee. Die Dokumente werden einfach verschlüsselt und dann geschreddert und auf viele private Festplatten verteilt. Nach dem gleichen Prinzip arbeitet aber auch IPFS, das ich noch in einer der nächsten Sendungen vorstellen werde und auch wie man es installiert. Und das ist im Moment noch kostenfrei, aber auch hier bei Story kriegt man jetzt, was ich weiter oben gesehen habe, 25 GB kostenlos für die ersten 12 Monate. Dann wird es gebührenpflichtig, aber andererseits kann man eben, wie gesagt, seine überschüssigen Speicherkapazitäten auch verkaufen. Da hier sind schon die Preise aufgeführt. Also, wie gesagt, grundsätzlich eine ziemlich gute Idee, aber man hat hier kein Alleinstellungsmerkmal, man hat durchaus auch Konkurrenz. Damit kommen wir zum zweiten Sieger in den heutigen Charts, der Firma EOS mit ihrer Plattform, auf welcher beispielsweise eben auch Steemit läuft. Steemit dürfte man noch oder dürfte man ganz gut kennen, aber auch BitShares läuft auf EOS und damit kann man eben zwei der größten aktuellen Geschäftsmodelle auf der Blockchain als Fallbeispiele oder Referenzen vorweisen.